Die Kurzfassung, also ihr habt gesehen, die Mädels sind gestern angekommen, ich bin völlig fertig. Die sind in keinem guten Zustand, der Tierarzt war jetzt gerade da, die haben gekriegt Vitaminspritzen, die haben gekriegt ein komplettes Parasitenprogramm, die haben Selen gespritzt gekriegt und an Ultraschall haben die zwar, also ich sage immer Cremissimo zur Cremoso, die Cremissimo ist die Elfi und die Hilde ist der Schimmel, also die Hilde hat, die haben beide einen Ultraschall bekommen und die sind beide hochtragend, weil einige gestern geschrieben haben, na so schlecht schauen die ja gar nicht aus. Die werfen entweder heuer im Winter noch oder also Ende dieses, Anfang nächsten Jahres kriegen die schon andere Fohlen. So viel zum Thema, so schlecht schauen die nicht aus, du siehst jede einzelne Rippe. Aber ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, das sind, ja, wurscht. Wie gesagt, ich tät nie übertreiben, bei Gott nicht. Ich habe ihnen heute zum ersten Mal ein Stück Abfall gegeben, wie die Tierärztin da war und die Hilde und die Herme. Die Herme ist die Falbstute, die haben sogar schon Abfall gegessen. Die Cremissimo, die Elfi, ist da noch sehr skeptisch. Also wenn du nur hingreifst zum Streicheln, die zucken sofort und ducken sie sofort weg und die haben an den Fesseln, da wo es zusammenbunden waren, die Füße von Six, diese Einkerbungen, das weiß ich nicht, ob das je weggeht wird und wir haben die ganze Zeit gerätselt, wenn sie gängen, wenn sie jetzt auf der Koppel, also in ihrem Auslauf ein bisschen stängen, dann hupfen die immer so, ja. Und wie sagst du, haben sie die Wetter, haben die einen Stall im Hof oder irgendwas, weißt du? Bis wir draufgekommen sind, naja, die haben sich nicht anders bewegen können mit den Zahnbunden und Füße. Die sind das jetzt einfach nicht gewöhnt, dass normal sie bewegen können. Ich rehe eigentlich in einer Tour, überhaupt, wenn ich dort bin und sie sehe. Ich glaube, also die drei Mädels sind noch nicht angekommen. Ich glaube, ich bin auch noch nicht angekommen. Ich realisiere es auch noch nicht. Das ist alles, ja, das ist alles ein bisschen viel. Noch einmal vielen, vielen Dank an all die Spender. Ohne euch war das nicht möglich gewesen. Ihr seid Teil des Ganzen. Und die Stallmitte haben wir für August auch schon erinnern. Wenn wir wieder was brauchen, sagen wir es. Ich meine, wie gesagt, wenn wer was übrig hat, Stallmitte ist dann im September auch wieder fällig. Aber im Moment schaut es gut aus. Wir arbeiten auf Hochtouren. Wir schauen auch wirklich, dass wir alles an Geld reinkriegen, was geht. Aber noch einmal vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ohne euch hätten wir das nicht geschafft. Und jetzt geht es bergauf mit den Mädels. Wir halten auch auf dem Laufenden, so wie jetzt. Der Tierarzt war sofort da. Ja. Wie gesagt, im Moment bin ich auch noch nicht angekommen, ich bin auch noch out of order. Aber damit man nicht fad wird, habe ich zwar Katzenbabys auch adoptiert für die Hütte. Ja, im Anschluss an das Video gibt es das Video mit meinen Hunden und den Katzenbabys, die heute den dritten Tag oder den vierten Tag da sind. Also die sind noch ganz neu. Und da ist noch ein bisschen Skepsis auf beiden Seiten, aber Gott sei Dank, meine Hunde jagen ja nicht. Also die sind auch Katzen gewöhnt, weil wir eine erwachsene Katze zu Hause haben, aber die sind halt Babys. Aber einmal was Positives auch. Und es ist jetzt alles positiv und jetzt werden wir nur mehr positiv und ich komme auch noch.